Hallo und willkommen zurück zu Craft the World. Mein Name ist Ladjola und wir sind gerade dabei, hier oben zu erweitern und dafür brauchen wir Stein. Und das sollen unsere Zwerge hier gerade mal holen. Na? Geht doch. Ah, den habe ich vergessen. Ein Paket. Eigentlich immer auf unseren Dach. Oh, ein Bierkrug. Bierfass. Wie auch immer. Was brauchen wir denn? Wir brauchen viele Steinwände. Dafür brauchen wir Sand, den haben wir zum Glück. Wasser haben wir auch halbwegs und Stein haben wir jetzt auch genügt. Ja, eigentlich brauchen wir es ja nur für die Wände. Sollten 27 erstmal reichen. Gut. Also müssen wir hier das wegtun und hier und da das wegtun. Habe ich mal erwähnt, dass ich diese, wie heißen sie, Dinger liebe, Gerüste. Naja, irgendwie wollen sie da wohl nicht hin. Ja, du bist ein Held. Kann jetzt da wer hingehen oder muss ich da echt hier auch nochmal ein Gerüst hinsetzen? Ich meine, ich mach's schon, so ist es nicht, aber aha, du bist jetzt hochgegangen, um wieder runter zu gehen, oder wie? Eins hoch. Das lasse ich erstmal auf, damit wir hier wieder hochkommen. Und dann sollte das hier. Das müssen wir eigentlich gar nicht aus Stein machen. Das reicht der Holz. Oh! Hier kommt jetzt eine Welle. Da sollten wir mal besser schauen, dass wir vorbereitet sind. Das heißt, ich wähle jetzt die ganzen Zwerge nochmal aus und schicke sie nochmal zum Schlafen gehen. Das Haus ist doch. Geht schlafen. Warum von oben? Warum von oben? Der gefällt mir. Der one-hitted die gerade. Gefühlt. Ja. Damit wäre diese Welle auch besiegt. So gefällt mir das. Und ich glaube, wir haben keinen Verlust gehabt. Ein Springbrunnen, auch schön. Da oben ist noch ein bisschen Party, aber nichts Bedrohliches. Vor allem nicht, wo wir jetzt doch schon recht gut ausgerüstet sind. Gut, weiter geht's. Und zwar hier brauchen wir das da. Hier brauchen wir das auch. Wir haben noch ein paar Gerüste. Und jetzt wollen wir hier eine Holzwand einbauen. Ziehen. Ich zumindest. Und das können wir zum Glück sehr gut machen. Da sollte eigentlich mehr hinkommen. Ah ne. Jetzt. Gut. Und das wird jetzt etwas dauern. Aber nicht so schlimm, wir kriegen das hin. Jetzt kommt aber da wer hin. Und nochmal.
Der anderen Seite auch. Sehr schön. Ich würde gerne zwei Schichten gleichzeitig legen können, aber... Passt es ja schon. Jetzt sind wir schon beim nächsten. Eigentlich könnte ich hier mal ein Portal machen. Dann geht das vielleicht in einer halbwegs vernünftigen Zeit. Und durchs Portal und hinsetzen. Komm, los geht's. Und das nächste. Ja, wir haben es erfasst. Eigentlich hätte man das gleich größer machen können. Fällt mir gerade auf. Ist hierher oder so. Verdammt. Jetzt kriege ich Lust auf ein größeres Haus. Wir können ja hier oben erweitern und dann mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesen Holzwänden da. Weil wir müssen ja auch noch das Dach, das wir jetzt gerade noch haben, abreißen. Und da eine Holzwand einziehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann haben wir jetzt mal kurz kein Dach, aber es ist ja zum Glück gerade Tag. Der macht das nicht so viel. Wir machen auf jeden Fall hier wieder ein Portal. Es geht dann doch etwas schneller. Jetzt haben wir natürlich kein funktionierendes Haus. Hallo? Will da wer hinsetzen? Hallo? Was ist denn jetzt los? Schneller, schneller, go, go, Zwerge, go! Also gerade gewinnen sie den Preis in Langsamkeit. Irgendwie sowas könnten wir auch machen. Oh, ein neues Level. Und hier der eine noch. Go! Dann können wir hier zumachen. Und hier können wir eigentlich gleich wieder abreißen, aber ist nicht so ganz so wichtig. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt mal den Aufzug. Und setzen den hier hin. Oh, den Hintergrund müssen wir natürlich auch noch machen. Oh.
komme ja nicht mehr rein. Was für ein Malheur. Wobei, eigentlich können wir den Hintergrund gleich schön machen. Und irgendein Stuck oder whatever hernehmen. Schauen wir mal, irgendwas haben wir doch da. Relief. Nee. Da müsste sein. Immer Fenster. Will ich eigentlich jetzt nicht. Hier nicht. Wo war er denn? Ah, da. Der hat immerhin ein Komfort. Sand, Wasser und Ton. Ja. Das sind bei 45 Komfort. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Sieht vielleicht jetzt nicht so toll aus, aber pff. Bin jetzt zwar überhaupt nicht konsequent, wie das Ding aussieht, aber hey, da sind Zwerge. Die sollen sich mal nicht so anstellen. So, der kommt dahin. Dann entfernen wir da die Holzwand. Bauen hier eine Steinwand. Und haben einen funktionierenden Aufzug. Sehr schön. Und das Haus ist komplett. Und der Komfort ist sogar auf 61% hoch. Das hat sich also gelohnt. Sehr schön. Jetzt können wir das hier entfernen. Gefischt haben wir endlich auch. Die Treppen können wir drin lassen, falls irgendwer meint, er muss schnell von A nach B. Und wir haben ein schönes Haus. Also, schön ist anders, aber wir haben ein Haus und es geht nach oben. Das ist schön. Und jetzt könnten wir hier komplett verrammeln. Oder hier. Oh, das ist schön. Neue Aufgabe. Bauernwirtschaft. Pflanze einige Weizen. Ach, du. Das hätte man mir auch mal früher sagen können. Dass man die benutzen kann. Gut, dass ich es jetzt endlich erfahre. Nicht möglich. Warum nicht? Müssen die... Okay. Dann machen wir das so. Der kommt weg. Ah, hier ist schon. Okay. Hier ist eine Fackel. Ja, cool. Und dann müssen wir jetzt noch gießen. Bald der da mal fertig ist. Wir brauchen vermutlich Wasser. Haut doch mal die Schnecke hier. Schauen wir mal, ob das was wird. Zählt das als Gießen? Keine Ahnung. Schauen wir mal, vielleicht steht ja hier irgendwas. Info. Zum Wachsen müssen sie gegossen werden, okay? Dann Wasser. Gibt es irgendwie eine Gießkanne, die ich vergessen habe? Danach ernte den Weizen. Ja. Warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. Und derweilen kochen wir einen leckeren Apfelkuchen. Ich krieg Hunger. Okay, der hat gefühlt keinen Nährwert, aber man kriegt den sehr schnell hergestellt. Also ein Apfel, ein Ei, dann
Mehl und Kohle. Ja, da kommt viel raus. Gut. Und hey, also schön mit dem Aufzug. Das gefällt mir. Der ist echt schnell. Ah, dem Herrn können jetzt zwei arbeiten. Das ist schön. Dann, was haben wir denn noch? Ah, richtig, der Silberhelm. Den brauchen wir noch. Sehr gut, wir können ihn sogar herstellen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir noch irgendwas anderes brauchen, was wir nicht haben. Das Eisen. Und dann schauen wir mal, ob einer keinen Helm hat. Der hat einen komischen, der hat keinen Helm. Dann kriegt der jetzt keinen Silberhelm, weil er noch nicht hergestellt war. Nee. Könnten sich auch mal ein bisschen beeilen. Hier werden derweil fleißig Fische gefangen. Gefällt mir. Und der trinkt, mit anderen Worten, er kommt gerade zurück. Dann brauchen wir hier schon das obere Stockwerk eigentlich nicht. Haben wir jetzt endlich den Helm? Jawohl, sehr schön. Wo war er? Der da. Ist sogar ein. Ah, der ist neu, natürlich. Natürlich. Dann kriegt er mal das hier und das hier und das hier. Schuhe hat er auch noch keine. Könnten wir ja mal die Santa. Nein, lassen wir das. Lederhelm war 2. Gut. Kriegt er das hier und Schuhe. Wir haben keine Schuhe. Ernsthaft. Gut. Ziegelzaun. Ziegelzaun. 3 Ziegel und Eisen. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das kann mal wieder auf den Tisch. Ich glaube nämlich, wir haben gar nichts mehr zu essen. Dann wollen wir hier mal gegrilltes Fleisch herstellen. Blätterkohle. Das muss noch gekocht werden. Da trinkt schon wieder wer. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug gefischt. Okay, der kann hier sogar dadurch fahren. Was passiert, wenn ich hier schließe? Geht nicht. Dann. So, sehr schön. Wo waren wir? Zweifelsfall beim Tech-Tree. Und zwar schauen wir mal rein. Den Ziegelzaun müssten wir aufstellen, genau. Wir sind echt schon ziemlich weit. Keine Ahnung. Ich dachte, ich hatte zwei. Ja, mein Ziegelzaun, sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber wir haben einen Ziegelzaun. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch Licht. Neue Aufgabe. Ziegelwand.
und Drohnen. Bringt die was? Viel Haltbarkeit. Ja, dann brauchen wir die jetzt erstmal nicht. Wenn wir sie hier brauchen, können wir sie immer noch herstellen. Bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Ob das einfach Deko ist, wahrscheinlich. Gut. Ah ja, richtig. Die Wand müssen wir natürlich auch noch platzieren. Macht irgendwie Sinn. Was nehmen wir denn dafür? Nehmen wir das hier. Ersetze vorne. Und dann die Laterne. Oh, Öl. Richtig. Stein und Beeren. Und dann da haben wir schon echt viel. Da ist die Laterne. Zweimal Eisen. Zweimal Glas und einmal Öl. Sieht eigentlich recht schön aus. Zumindest von dem Bild her. Neue Aufgabe, eine Stahltür. Die sieht haltbar aus. Oh ja, die sieht haltbar aus. Und wir brauchen danach neuen Stahl. Und ein neues Schloss. Stahl können wir gleich herstellen. Zumindest ein bisschen was. Und ein Schloss können wir nicht mehr herstellen, weil wir kein Eisen haben. Gut. Da müssen wir ja wieder was zu tun haben. Und zwar Eisen jagen. Lass uns Eisen jagen gehen. Oder so. Ersetze Kohle. Ist. So, jetzt. Hier ist Eisen, hier sind auch Gegner. Aber hier ist schön viel Eisen, drum lassen wir mal Gegner sein. Und graben uns dahin. Oh, hier ist ein Raum. Da will ich auf jeden Fall mal rein. Ja, die halten nichts aus. Also, Verhältnis. Ersetze Eisen, ersetze Mithril. Diese Wand. Ich will jetzt wissen, ob da was rauskommt, weil die sieht irgendwie so aus, als ob da was drin wäre. Okay, nur Erde. Gut, dann die Reihe weg. Oh. Selbst, ach, das ist Mithril, okay. Gut. Das ist ganz schön viel Eisen. Und hier ist noch Kohle. Die holen wir uns auch. Und dann muss der weg, der weg, der weg. Damit wir wieder hochkommen. Dann sollten wir jetzt etwas Eisen haben. Aber ein bisschen was geht noch. Das denn? Blauer Diamant. Schick. Das müsste Silber sein, oder? Jawohl. Dann graben wir uns da auch gleich hin. Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal das hier. Wieder mit einer Fackel. Ich hoffe, da kommen sie noch hin. Jawohl. Ersetzen hier noch zweimal.
Und dann soll es das mal wieder fürs erste, ach du, gewesen sein. Irgendwo was angegriffen? Nö, gut. Die Stahltür sollte fertig sein. Setzen wir die denn hin? Wo werden wir oft angegriffen? Hier eigentlich. Oder da, um genau zu sein. Geht der schon wieder von der Seite? Naja. Das Haus sollte jetzt bitte fertig komplett sein. Mal gucken, hier ist zu. Ja, was ist jetzt los? Warum ist das Haus nicht fertig? Wir haben eine Wand. Wir haben hier irgendwas. Wir haben da auch überall Wände. Entferne Totem. Setzen wir es einfach mal neu hin. Vielleicht bringt das was. Wo ist es denn? Kein Totem. Oder sieht man es nur, wenn es im Inventar ist? Warten wir mal kurz. So, jetzt. Kein Totem. Totem. Das muss jetzt der machen, oder was? Haus komplett. Gefällt mir besser. Ja, sieht doch gut aus. Neue Aufgabe, Silberschwert. Okay. Ich glaube einfach, das liegt hier dran, weil da ein... Na, fehlt. Jetzt soll's gehen. Oh, und der Weizen ist reif. Jawohl. Sehr schön. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier noch... Na? Und jetzt hier wieder machen. Ich möchte nämlich, dass die nicht hier die ganze Zeit runterklettern. Das nervt mich tierisch. So, ist das Haus jetzt fertig? Jawohl, Haus komplett. Sehr schön. Außerdem können wir dann hier noch ein paar Fallen oder sowas aufstellen. Und hier oben kann man neu anpflanzen. Und zwar müssten wir da einfach die Weizenhalme nehmen. Da. Und mit den Weizenkörnern hier einfach wieder hinsetzen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt wüsste ich nur noch gern, wie das Ganze bei Bären geht. Naja, egal. Gut. Wir haben ein neues Paket bekommen. Ja, die Bahnstrecke sollen wir bauen. Die haben wir eigentlich schon. Weiß ich nicht. Entfernen wir mal das Gleis und den Wagen. Und setzen dann einfach nochmal hin. Und dann nähert sich die Folge auch schon wieder dem Ende. Ich will jetzt noch schauen, ob ich, wenn ich das habe, das funktioniert. Hier mal hier das Portal, dann kommen wir ein bisschen schneller voran. Dann, ja, wir haben ein neues Haus. Wir haben... Zwerge gut ausgerüstet. Wir haben eine Stahltür. Doch, wir kommen echt gut voran im Tech Tree, finde ich. Jetzt hoffen wir noch, dass wir dann auch die Aufgaben bekommen,
dass wir dann fertig sind sozusagen. Zählt das als Bahnstrecke? Nein, immer noch nicht. Wo ist denn der Waggon? Bin wahrscheinlich blind, da ist er. Dann setzt mal den Waggon da rein. Jawohl, sehr schön. Und die neue Aufgabe ist, finde einen geheimen Raum. Gut, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.